Ich zeige euch jetzt das neue Update und sage euch, warum es mich leider enttäuscht hat. Hier ist dann das neue Lucky Block World Update mit der Lucky Block World, den Lucky Block Pets, X, Goal, komische Beschreibung, Upgrades, Currency und das Trading Plaza Terminal, worauf ich mich freue, weil ich glaube, jetzt könnte Trading auch mal wieder ein bisschen cooler werden. Ich fand ja schon die Booths ein gutes Feature, aber es war noch nicht genug. Das Terminal, wenn es funktioniert, kann ziemlich geil werden. Neues Hype-Gift, das ich schon bekommen habe, und Bugfixes. Wir können uns jetzt einmal das neue Hype-Gift angucken. Hier sind dann die neuen Pets drin. Ich werde es aber nicht öffnen. Ich werde es nicht öffnen. Genauso wie ich die anderen auch nicht öffne. Ihr könnt sie gerne öffnen. Ich werde erstmal die ganzen Früchte abbauen. Die brauche ich. Meine Früchte hier. Auf jeden Fall hier auch alle Gifts abbauen, weil wir wissen ja, die Gifts brauche ich hier für die Quests. Ah, nee, die Quests mit den Gifts sind in diesem Bereich, lol. Werde ich trotzdem machen hier. Alle Gifts abbauen in diesem Bereich. Und dann gehen wir mal in die Lucky Block World rein. Die sah in dem Video von Big Games ein bisschen unfertig aus. Wir können sie uns jetzt angucken und sind auf einer Wolke. Hier ist dann die Bank. Schon mal sehr schön. Laufen dann hier hin und ich finde, das sieht nicht ganz fertig aus. Schweben die Blöcke? Nee. Ja, das ist das Problem, weil dieser Boden und die Wände hier keine Textur haben. Sieht so aus, als ob alles schwebt. Also es sieht unfertig aus. Es braucht eine Textur. Aber was wir auf jeden Fall jetzt auch brauchen, sind Abbaukünste. Weil wir müssen ganz viele Lucky Blöcke abbauen. Wenn wir die abbauen, bekommen wir erstens, was man immer aus Lucky Blöcken bekommen hat. Pets, Gems, Boots, was auch immer. Und da oben gibt es ein Lucky Block Goal von 10.000. Das wird ziemlich schnell erreicht sein, denke ich, weil wir müssen nur Lucky Blöcke dafür abbauen. Und dann kriegen wir 8 Super Lucky Eggs. Sogar nicht nur 1, sondern 8. Geil. Mit einer 5-fachen Huge Chance. Oh, ich sehe schon kommen, wie ich das Lucky Block Goal erreiche. Und dann werden die Server gerestartet mit dem Update. Ja, okay, 5-fach Chance war wohl doch nicht hoch genug. Dann machen wir es nochmal neu mit einer 50-fach Chance. Und ich habe die Dinger dann schon und denke mir so, bruh. Aber egal, ich werde jetzt alle Lucky Block hier abbauen lassen. Übrigens, man hat hier größere Jump Power, dementsprechend kommt man auch ziemlich easy hoch. Ich klicke einfach alles an. Kleiner Tipp an die Profis da draußen, die Pet Sending auf All haben. Packt Pet Sending wieder auf Single, damit ihr eure Pets auf verschiedene Sachen gleichzeitig raufschicken könnt. Und dann speede ich einfach mal durch mit ganz vielen Linksklicks. Und dann sollte ich irgendwann mal die Lucky Blöcke haben, oder? Die großen Lucky Blöcke bringen natürlich mehr bei dem Lucky Block Boost da unten. Also die pinken hier lohnen sich, die blauen lohnen sich. Und bis jetzt habe ich gar keine Pets bekommen, oder? Okay, das ergibt Sinn, dass man diesmal aus diesen Lucky Blöcken keine Pets bekommt. Weil erstens, das war nervig, weil es einen immer wieder beim Farmen unterbrochen hat. Und zweitens, man kriegt da jetzt eine Lucky Block Währung, mit der man sich da unten dann Pets holen kann aus dem Lucky Block Eck. Das ergibt schon Sinn. Ich habe übrigens erst 12.000 von der Währung. Ich meine 23 Millionen. Hä? Warte, bin ich gerade von 12 auf 23 Millionen gegangen in einem Sprung? Wie ist das passiert? Hä? Ich habe gerade eben, seitdem ich das gesagt habe, einfach die Coins, die ich hatte, verdoppelt. Ach, lol, ich habe das Goal erreicht. Und das Goal kommt immer wieder. Wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Das heißt, das lohnt sich ja jetzt richtig zu farmen hier einfach nur. Man kriegt dann immer wieder solche Pets. Das geht sogar sehr schnell mit den Pets, wie ihr es eben gesehen habt. Das kam zu schnell. Ich wollte noch nicht mal nachgucken, weil ich dachte, ich bin nicht mal nahe an dem Goal dran. Ich glaube, wir gehen einfach mal in die Lucky Block Upgrade Maschine, weil da sollte ich mir doch jetzt auch mal was leisten können, oder? Wir gehen da rein und können uns jetzt More Lucky Block Diamonds, More Lucky Coins, bla bla bla. Lucky Block Huge Chance, da gehen wir rauf. Ich will... Oh, lol, das ist teuer. Egal, mehr Diamonds. Lucky Coins, mehr Lucky Coins ist auch wichtig, ja klar. Lucky Block Pet Strength ist mir vollkommen egal. Lucky Block Boost, das ist mir eigentlich auch egal. Dann fahren wir weiter. Weil diese Updates zählen natürlich nur für die Lucky Block Welt. Und nach dem Event sind die dann auch wieder weg. Aber vielleicht kriegen wir, wenn wir schön auf die Booster gehen, dann tatsächlich heute noch ein Huge Pet. Schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr jetzt schon ein Huge Pet? Weil ich sehe schon, wie ganz viele Leute schreiben werden, oh, ich hab schon eins. Ist natürlich Cap. Die Leute labern immer nur Stuss. Aber vielleicht hat tatsächlich inzwischen schon jemand eins. Das Huge Pet wird es bestimmt schon ein paar Mal geben. Und wenn einer von euch das Huge Pet schon hat, wird er sich wundern, oh, ich hab das erste Huge Pet. Weil die Anzahl natürlich nicht so aktuell ist und... Ihr werdet nicht das erste Huge Pet haben, aber ihr werdet mit unter den ersten sein, weshalb da dann steht, yo, das ist das 13. oder sowas. So, wie viel brauche ich noch? Ich brauche noch die Hälfte. Lol, ich dachte, ich hätte jetzt schneller abgebaut. Das ist jetzt eine Enttäuschung, würde ich sagen.
Da ist das Update. We are restarting per Zumlauter X. Ich gehe wieder auf den Privatserver, weil auf dem Privatserver farmt er sich auf jeden Fall am besten. Jetzt gehen wir wieder rein, warten, bis die Lucky Blöcke endlich runterfallen, bitte. Warum steht da 0 von 10.000? Warum steht da 0 von 10.000? Was soll denn das? Och Mensch, das heißt, wenn ihr den Server switcht, wird es nicht gespeichert. Wie blöd ist das denn? Es wird nicht gespeichert, weil es für jeden Server einzeln ist und alle Spieler auf dem Server zusammen auf das Ziel hinarbeiten. Also lohnt es sich dann doch schon, auf öffentlichen Servern zu farmen. Okay, dann werde ich jetzt meinen Autoklicker anschmeißen. Jetzt habe ich keine Motivation mehr. Augenblick, was es für mich auch bedeutet, ich kann jetzt mal hier die Dinger einsammeln. Vielleicht bringen die mir ein paar von den Coins. Nee, leider nicht. Das wäre zu schön gewesen. Dafür habe ich es mir extra aufgespart. Naja. So, jetzt müsste es eigentlich drin sein, oder? Oh. Ja, genau. Und ja, ein paar Mythicals. Komm, wir gucken uns jetzt die Mythicals an. Es wird Zeit, die Mythicals anzugucken, die ich bekommen habe. Und das wären jetzt... Ich habe Mythical auf Auto-Delete. Den Mythical mache ich Auto-Delete mal aus. Okay, wir öffnen einfach mal das Lucky Egg, obwohl das kostet 160.000. Vorher hole ich mir die Upgrades. Und so zuerst more Lucky Coins. Und dann noch sparen. Der Rest wird gespart. So, mal ein bisschen öffnen hier. So. Oh, direkt ein Rainbow Mythical. Perfekt, das ist das, was ich wollte. Es wäre sogar nicht Auto-Deleted worden mit meinen Auto-Delete-Filtern. Und das Rainbow Mythical hat 23,4 Q. Und ist damit ziemlich stabil. Es ist jetzt auch nicht überwältigend, aber es ist auf jeden Fall in der oberen Liga, so wie man es auch erwarten würde. Und mit den Dingern kann man dann auf jeden Fall auch stabil farmen. Aber ich habe jetzt hier genug gefarmt. Ich werde auch nicht mehr weiter farmen. Das kann ich wann anders machen. Was wir jetzt machen, ist, uns den Rest des Updates anzugucken. Weil da gibt es natürlich noch mehr. Und das mehr, das gucken wir uns natürlich an. Habe ich schon gesagt, dass ich die Kanone cool finde? Ich finde die Kanone cool. Ja, komm, ich gucke jetzt einmal in die Geschenke, die mir geschickt wurden. Mir wurde einmal von ein Hologram Shark und 1,87 Millionen Gems geschenkt. Ich denke, das Update wird mega und man sagt Jay und dann einfach Nilok, okay? Jay Nilok. Ich hoffe, das war diesmal richtig. Und Glitchy Blue Blue, dankeschön für das Quest Act. So, jetzt gehen wir mal hoch in den Trading Plaza. So, wir sind angekommen auf dem Trading Plaza und gehen jetzt zu diesem Ding. Ich hoffe, es ist nicht down. Hier können wir jetzt nach allen möglichen Pets suchen, die wir haben wollen. Und was ich haben möchte, ist eigentlich nur ein simpler Hellrock, damit ich mein Huge Pet Team aufgefüllt bekomme. Also suche ich nach Hellrock, suche nach einem ganz normalen Huge Hellrock in normal. 10,1B bis 12,3B steht hier drin. Ich klicke, Pets have been found, teleport to server. Dann sage ich ja. Oh, zugangsbeschränkter Ort, stabil. Dann klicke ich halt nochmal rauf. Ich fände es geiler, wenn man... Ja, na gut, machen wir es mal hier. Und das hat jetzt scheinbar funktioniert. Sehr gut. Aber ich hoffe, ich kann jetzt einfach Huge Pets kaufen. Bitte, bitte. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Seht ihr sie? Wo ist er? Life Sales. Cool. Aber ich brauche einen Hellrock. Gib mir einen Huge Hellrock. Nee, hier in dem Server soll ja angeblich einer sein. Gib mir jetzt einfach. Aber ich sehe keinen. Seht ihr ihn? Na gut, ich wurde verarscht. Hier gibt's keinen Hellrock. Wir gehen jetzt nochmal auf den Server. Gib mir. Nein! Warum ist es immer zugangsbeschränkt? Gib mir einen anderen Server. Gut. Das Ding hat auf jeden Fall noch Fehler. Ja, das ist auch zugangsbeschränkt. Dann versuchen wir es heute mal mit dem Server hier. Der Server ist voll, auch gut. Ach Mensch. Es wäre so viel schöner gewesen. Schade. Es ist dann doch eine Enttäuschung. Ich habe mich sehr auf dieses Update hier gefreut, weil ich dachte, ja gut, vielleicht läuft das so, dass man hier hingeht, sich das Pad aussucht und dann sieht man einfach die ganzen Preise, die reingestellt wurden, wie bei eBay. Und dann werden sie gekauft und der Kauf wird halt einfach gehandelt von außerhalb. Aber es wurde halt leider nicht so umgesetzt, wie ich es gerne hätte. Dementsprechend ist es doch nicht so geil. Jetzt kommt auch noch dazu, dass man teleportieren muss. Hallo, kriege ich jetzt endlich meinen Hellrock? Okay, nicht mal die Suche, Filter-Dings, was auch immer, funktioniert noch. Okay. Dann klicke ich halt so auf den Hellrock und ich hoffe, dass ich... Ja, jetzt vielleicht? Nein. Und jetzt vielleicht? Ich spam übrigens die ganze Zeit Linksklick. Nee. Okay, schade. Es ist leider doch eine Enttäuschung. Ich habe gedacht, dass das Ding funktionieren würde wie ein eBay, wo du jetzt einfach, anstatt die Pets hier in die Booths reinzustellen, habe ich gehofft, dass man seine Pets einfach hier reinstellt und dann sieht man alle Pets, die reingestellt sind. So... Ist es leider nicht das Feature, das ich mir erhofft habe. Und dementsprechend leider doch ein Fail. Ich bin enttäuscht. Ich habe mehr von dem Update erhofft, als es wurde. Und das hätte ich echt nicht gedacht, weil... Na gut. Ich habe tatsächlich mehr Hoffnung in das Update gesteckt. Wir werden jetzt noch einmal die Update-Logs anschauen, ob ich vielleicht irgendwas verpasst habe. So, hier seht ihr die Update-Logs. Lucky Block World Update. Featuring Lucky Block World haben wir schon gesehen. Lucky Block Pets, bla. Wichtig ist mir auf jeden Fall nicht das Lucky Block X. Gut, Lucky Block Upgrades schon gesehen. Currency schon gesehen. Jetzt hier das Trading Plaza Terminal.
Press a pad to teleport to a trading plaza where it is listed. Das sollte es viel einfacher machen, die Pads zu finden, nachdem man sucht. Ja, aber hier war nichts gelistet. Es hat leider nicht so funktioniert, wie ich es gehofft habe. Okay, und sie haben reingeschrieben, dass es jetzt keine wöchentlichen Updates mehr geben wird, sondern nur noch 2-wöchentliche Updates. Was ich, glaube ich, auch besser finde. Weil dann können wir jetzt wenigstens darauf hoffen, dass die Updates besser werden und dass nicht jedes zweite und erste Update ein schlechtes Platzhalter-Update wird, damit das dritte Update ein neues Feature bringen kann. Und vielleicht wird das Feature nochmal überdacht. Vielleicht funktioniert das Feature morgen auch besser, wenn die Server nicht mehr so überlastet sind. Das wäre doch was, oder? Ja. Naja, zu einem Pet Simulator X Update Tag sind die Server sowieso immer überlastet. Und dann, ja, naja, Live Sales, ich will haben, gib doch einfach. Nee, schade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so enttäuscht werde von dem Update. Ich dachte wirklich ernsthaft, dass das Update ein nices Feature bringt, damit ich endlich Zugriff zum Trading habe, auf eine einfache Art und Weise, wo ich jetzt nicht reinhasseln muss, um traden zu können. Schade, weil worauf ich habe halt keine Lust darauf, tagelang im Trading Plaza zu chillen, um Pets zu verkaufen und um Pets zu kaufen. Ich habe einfach Lust zu sagen, yo, diese Pets möchte ich gern verkaufen. Und ich habe einfach Lust darauf zu sagen, diese Pets würde ich gern kaufen und der Rest soll für mich automatisch gemacht werden. Ist es zu viel verlangt? Es ist nicht leicht. Dafür braucht man externe Server, ein externes System, das das alles managt, ich weiß. Aber Pet Simulator hat ein externes System. Die haben die Banken auf externen Servern laufen. Deswegen dachte ich wirklich, die würden das machen, aber offenbar nicht. Schade. Wie fandet ihr das Update? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin tatsächlich leider enttäuscht. Ich habe mir mehr erhofft. Ich kann es noch nicht bewerten. Aber naja, das war's mit dem Update.